Der FC Liverpool will gegen Real Madrid erneut den Champions-League-Pokal an die Anfield Road holen. Während sich Jürgen Klopp und sein Team auf das Finale vorbereiten, haben die Clubbosse schon einen Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Das Rennen um Hugo Ekitike ist dagegen noch völlig offen. Das höchste Gebot kommt aktuell aus Frankreich und liegt bei 45 Millionen Euro. Das und mehr hier in unseren aktuellen Transfer-Kicks. Sebastian Polter wird den VfL Bochum nach nur einem Jahr wieder verlassen. 10 Tore steuerte der Stürmer in der abgelaufenen Saison bei und damit war er maßgeblich daran beteiligt, dass der VfL als Aufsteiger fast die ganze Saison über nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hatte. Dass auch andere Vereine das registriert haben, ist keine große Überraschung. Besonders konkretes Interesse zeigt der Eintracht Frankfurt. Der Europa League-Sieger nimmt in der nächsten Spielzeit an der Champions League teil und will den Kader breiter aufstellen. Polter ist als weitere Option für den Angriff vorgesehen. In der letzten Woche wurde sich die Eintracht dann endgültig mit dem 31-Jährigen einig. Polter ist als weitere Option für den Angriff vorgesehen. Polters Vertrag in Bochum läuft im Sommer 2023 aus. Der VfL kann in diesem Jahr also noch eine Ablöse kassieren und Frankfurt bekommt seinen Wunschspieler. Eine Win-Win-Situation für beide Vereine. Und auch Polter profitiert. Im letzten Sommer war der Torjäger noch glücklich, überhaupt einen Vertrag in der Bundesliga zu bekommen. In Kürze winken Auftritte auf der ganz großen internationalen Bühne Champions League. Der Konkurrenzkampf wird für Polter in Frankfurt aber deutlich härter als bislang in Bochum. Raphael Boré hat sich im Laufe der Saison immer besser zurechtgefunden und wird seinen Stammplatz unbedingt behalten wollen. Der Kolumbianer muss zwar noch an seiner Torquote arbeiten, für das Spiel der Eintracht ist der ballsichere Angreifer aber von unschätzbarem Wert. In Kürze wird zudem mit Randall Kolo Muani vom FC Nantes ein weiterer Stürmer bei der Eintracht aufschlagen. Mit dem 23-jährigen Franzosen ist längst alles fix. Kolo Muani kommt ablösefrei und hat bis 2027 bei den Adlern unterschrieben. Mit seiner robusten Spielweise passt der schnelle Torjäger perfekt zum Spielstil der Eintracht. Polter will sich aber nicht verstecken. Und auch in Frankfurt glaubt man fest daran, dass der erfahrene Mittelstürmer ein Faktor sein wird. Sonst würde man nicht knapp 2 Millionen Euro Ablöse investieren. In der Main-Metropole erhält Polter einen langfristigen Vertrag bis 2025. Neu in die Bundesliga kommen könnte Adam Ložek. Der 19-Jährige gilt in Tschechien als eines der größten Talente. Schon 14 Mal lief Ložek für die Nationalmannschaft auf. Keine Frage, dem Offensivspieler gehört die Zukunft. Bei Sparta Prag ist Ložek trotz seines jungen Alters schon ein Leistungsträger. 12 Tore und 15 Vorlagen in 47 Spielen. So lautet die Bilanz in dieser Saison. Der Verein wird sein hochtalentiertes Eigengewächs trotz Vertrag bis 2024 in diesem Sommer wohl verlieren. Ložek will den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen und die Suche nach einem passenden Verein läuft schon seit Monaten. Aus Tschechien ist nun zu hören, dass sein Verein aus der Bundesliga sich besonders gute Chancen ausrechnen darf. Bayer Leverkusen soll nah dran sein an der Verpflichtung von Ložek. Die mögliche Ablöse beträgt 20 bis 25 Millionen Euro. Geld, das Leverkusen problemlos aufbringen kann. Schließlich ist die Werkself in der nächsten Saison der Königsklasse vertreten und die Kasse wird klingeln. Für Ložek mit Sicherheit auch ein wichtiges Argument, denn in Leverkusen könnte er auf höchstem Niveau spielen, die Chancen auf Spielzeit sind aber deutlich höher, als wenn er direkt zu einem der ganz großen Vereine wechselt. Der junge Nationalspieler hat interessante Anfragen von vielen Clubs vorliegen. Juventus Turin, der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig haben schon angeklopft. Ložek ist auch deshalb so begehrt, weil er extrem vielseitig ist und in der Offensive jede Position spielen kann. Das wird auch für die Bosse von Bayer 04 ein wichtiges Argument sein. Denn Spieler wie Patrick Schick und Moussa Diaby kann die Werkself vielleicht noch ein weiteres Jahr halten. Performen die Offensivstars aber auch in der nächsten Saison wie zuletzt, wird Leverkusen Spieler dieser Kategorie irgendwann verkaufen müssen, ehe sie sich ablösefrei verabschieden. Ložek könnte in die Fußstapfen von Diaby und Co. treten. Man darf gespannt sein, ob Bayer tatsächlich den Zuschlag bekommt oder ob doch noch ein anderer Bewerber am Ende die Nase vorn haben wird. Fabio Carvalho hat seinen Wechsel dagegen schon frühzeitig unter Dach und Fach gebracht. Der offensive Mittelfeldspieler wird ab der nächsten Saison das Trikot des FC Liverpool tragen. Für wie lange der Portugiese an der Anfield Road unterschrieben hat, wollte Liverpool nicht bekannt geben. Die Reds haben mit der Verpflichtung nun aber einen Deal über die Bühne gebracht, der eigentlich schon für den Winter geplant war. Weil die Verträge am Deadline Day aber zu spät unterschrieben und bei der FA eingereicht wurden, scheiterte der Transfer auf der Zielgeraden. Da beide Clubs eine gute Beziehung zueinander pflegen, hält Liverpool nun offenbar Wort und bleibt bei den im Januar vereinbarten Modalitäten. Der Champions League Finalist überweist also 6 Millionen Euro und das, obwohl Carvalhos Vertrag beim FC Fulham ausläuft. Für den Premier League Aufsteiger hätte sich das weitere halbe Jahr mit dem 19-jährigen Techniker aber auch ohne Ablöse gelohnt. Carvalho kam in der Championship in 38 Spielen zum Einsatz. 10 Tore und 8 Vorlagen steuerte er zum souveränen Aufstieg bei. So konnte sich der U21-Nationalspieler standesgemäß von dem Club verabschieden, zu dem er schon im Alter von 12 Jahren gewechselt war. Und in Liverpool freut man sich, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat mit der Verpflichtung des hochtalentierten Rechtsfußes, der sowohl hinter den Spitzen als auch auf der Achterposition zum Einsatz kommen kann.
ebenfalls längst alles fix ist beim Transfer von Salih Özcan. Der Mittelfeldspieler verlässt den 1. FC Köln und wechselt zu Borussia Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben hat Özcan bis 2026 unterschrieben. Die Ablöse liegt bei 6 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel macht es dem BVB möglich, den 24-Jährigen so günstig zu bekommen. Denn eigentlich wäre Özcan nach einer starken Saison beim FC noch teurer gewesen. Unter Trainer Steffen Baumgart hat der zentrale Mittelfeldspieler einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Zu Beginn der Saison war noch nicht absehbar, dass Özcan eine derart prägende Rolle spielen wird. Der türkische Nationalspieler wurde aber immer stärker und mit ihm seine Mannschaft. Am Ende der Saison schaffte der 1. FC Köln den Einzug ins internationale Geschäft und Özcan war einer der Erfolgsgaranten. 26 Mal stand er in der Startelf von Coach Baumgart. In Dortmund will und muss Özcan nun den nächsten Schritt machen. Bei der Borussia ist alles etwas größer und das Erbe von Axel Witsel anzutreten ist keine Aufgabe, die man im Vorbeigehen erledigen kann. Der Belgier hat zwar etwas abgebaut und war in der abgelaufenen Saison nicht mehr so stark wie zu Beginn seiner Zeit in Dortmund. Witsel war und ist aber einer der ballsichersten Spieler in der Bundesliga. Von Özcan erwartet man sich nun eine ähnliche Rolle in Dortmund. Und dass der fast 10 Jahre jüngere Sechser sein künftiges Team mit seiner Physis und seinem Siegeswillen auch in Sachen Mentalität nach vorne bringt. Sebastian Kehl sagt über den Neuzugang, er ist ein ungemein Zweikampf- und Kopfballstarker Spieler. Einer, der dorthin geht, wo es wehtut und kompromisslos alles dafür gibt, dass seine Mannschaft Erfolg hat. So die Worte des Sportdirektors. Die Erwartungen in Dortmund sind also nicht gerade klein, aber Özcan hat das Potenzial, diesen gerecht zu werden. Ebenfalls in Dortmund auf dem Zettel steht Ugo Ekitike. Der 19-Jährige hat in dieser Saison bei Stade Rennes den Durchbruch geschafft und es sieht so aus, als wäre es auch das letzte Jahr am Trikot des französischen Erstligisten gewesen. Neben den beiden Bundesliga-Schwergewichten FC Bayern und Borussia Dortmund haben noch viele andere Vereine ihre Visitenkarte bei Ekitike abgegeben. Darunter sind Paris Saint-Germain, der FC Chelsea, Newcastle United, Juventus Turin, Manchester United, der FC Sevilla, Olympique Lyon und der FC Porto. Aber wer macht das Rennen um den Nachwuchsstürmer? Dem BVB wurden gute Chancen eingeräumt. Schließlich ist der Club weltweit für seine überragende Arbeit mit Talenten bekannt. Ousmane Dembélé, Jadon Sancho und zuletzt Erling Haaland. Dortmund hat sich schon für so manchen aufstrebenden Star als perfektes Sprungbrett erwiesen. Und doch die gehandelte Ablöse von 20 bis 25 Millionen Euro schien für den BVB durchaus machbar. Wie es scheint, ist der Preis aufgrund der zahlreichen Interessenten mittlerweile aber deutlich gestiegen. Ein voran Paris Saint-Germain spielt die Rolle des Preistreibers. Der französische Meister soll es sich nach der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé in den Kopf gesetzt haben, Ekitike an Bord zu holen. Ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro soll in Arbeit sein. Bei einer Summe dieser Größenordnung wäre der BVB wohl aus dem Rennen. Ein Wörtchen mitreden könnten aber auch die Bayern. Die müssten bekanntermaßen spätestens für den Sommer 2023 einen Nachfolger für Robert Lewandowski präsentieren. Es könnte also eine Option sein, Ekitike schon ein Jahr vorher nach München zu holen, damit an der Seite von Lewandowski langsam in dessen riesengroße Fußstapfen reinwachsen kann. Bis die Zukunft des polnischen Nationalspielers geklärt ist, kann es aber noch eine Weile dauern. PSG will vielleicht auch darum keine Zeit verlieren und den Transfer des französischen U20-Nationalspielers so schnell wie möglich unter Dach und Fach bringen. 45 Millionen Euro könnten Stade Rennes schnell überzeugen. Etwas günstiger zu haben ist Marc Cucurella. Der Lockenkopf kommt aus der Jugend des FC Barcelona. In La Masia galt Cucurella als eines der größten Talente. In der Profimannschaft der Katalanen bekam der Linksverteidiger dann aber nicht wirklich eine echte Chance. Nur ein einziges Mal trug Cucurella in einem Pflichtspiel das Trikot der Barca-Profis. 7 Minuten in der Copa del Rey gegen Real Murcia. Mehr war nicht drin. Cucurella ließ sich davon aber nicht entmutigen und landete über Station bei SD Eibar und beim FC Getafe im letzten Sommer in der Premier League. Seitdem beackert der 23-Jährige die linke Seite bei Brighton & Hove Albion. Und das äußerst erfolgreich. Bei den Balleroberungen ist Cucurella einer der besten Außenverteidiger der Premier League. Zudem gehört er zu den spielstärksten Vertretern seines Fachs in Englands höchster Spielklasse. Und so könnte es sein, dass Cucurella für Brighton & Hove Albion nicht zu halten sein wird. Englische Medien berichten, dass Manchester City den Linksfuß unter Vertrag nehmen möchte. Bei den Sky Blues läuft oft Joao Cancelo auf der linken defensiven Außenbahn auf. Pep Guardiola will den Rechtsfuß aber lieber auf der anderen Seite aufbieten und wünscht sich einen weiteren Linksfuß für die linke Seite. In Manchester würde sich Cucurella dann mit dem Ukrainer Oleksandr Zinchenko um einen Stammplatz duellieren. 35 Millionen Euro wäre City die Verpflichtung von Cucurella wert. Der spanische Nationalspieler hätte seinen Marktwert in nur einem Jahr also praktisch verdoppelt. Denn im Sommer 2021 zahlte Brighton & Hove Albion noch 18 Millionen Euro an den FC Getafe. Der Club aus einem Vorort von Madrid hatte Cucurella zuvor für 12 Millionen Euro vom FC Barcelona gekauft. Die Blaugrana dürften sich also schwarz ärgern, dass sie nicht an ihr Eigengewächs geglaubt haben. Schon seit Jahren sucht Barca einen Konkurrenten und mittelfristigen Nachfolger für Jordi Alba. Cucurella ist nun aber kaum noch bezahlbar. Der Linksverteidiger muss seine verkorksten Zeit in Barcelona also nicht mehr nachtrauern. Denn ihm winkt ein hochdotierter Vertrag beim englischen Meister. Es hätte also schlechter laufen können.
Das waren wieder unsere aktuellen Transfer-Kicks mit den heißesten Gerüchten. Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare und schaut euch auch unsere anderen Videos an.